Willkommen zurück zu Assembly Line. Und ihr seht, ich habe hier eine neue Fabrik aufgemacht und ich habe auch schon alles freigeschaltet. Wir werden heute einiges bauen. Das hat vor allem mit dem AI-Robot zu tun. Also wenn wir hier ganz nach unten gehen, sind natürlich hier diese unteren drei Teile. Ich glaube, wir werden als erstes den Kopf machen, weil der scheint recht viel wert zu sein im Vergleich zum Körper. Und ansonsten habe ich natürlich hier noch die vier anderen Fabriken. Da habe ich noch ein bisschen mehr erweitert. Und ich kann es euch ja mal zeigen. Also hier habe ich ja, wie in der letzten Folge schon angesprochen, ein bisschen was verändert. Ich habe hier an der Seite noch was hinzugefügt und habe jetzt hier noch eine kleine weitere Fabrik. Zusätzlich habe ich hier unten noch diese eine Reihe, wo einfach nur diese Platten hergestellt werden und verkauft werden, damit ich einfach den restlichen Platz komplett ausnutze. Das habe ich natürlich bei allen gemacht, hier zum Beispiel auch bei der Nummer 3, aber auch bei der 2 und bei der 4. Also haben wir jetzt 4 große Fabriken und wir machen etwa 133 km pro Sekunde, so wie es gerade aussieht, jetzt 119. Aber so ungefähr ist es auf jeden Fall. Wir werden jetzt hier auch noch diese Sachen freischalten. Und wir fangen einfach an mit dem elektrischen Generator, der Supercomputer, der elektrische Motor, AI-Prozessor, der Körper und den Kopf können wir tatsächlich nicht herstellen, weil ich das Geld für den Körper ausgegeben habe. Super. Das heißt, wir werden jetzt doch erstmal den Körper bauen. 400 Aluminium, einen elektrischen Generator und einen elektrischen Motor. Hier haben wir den elektrischen Motor. Das wird ganz schön kompliziert, das Ganze zu bauen. Aber ich denke mal, dass wir das hinkriegen. Schauen wir mal. Hier haben wir nur noch die hier als Upgrade. Ansonsten nichts mehr. Das heißt, wir fangen jetzt an mit dem Körper. Also wir werden den jetzt herstellen. Wir werden eine Fabrik bauen, um das herzustellen. Und ich denke mal, ich werde da jetzt mich erstmal dran machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben jetzt hier den allerersten Teil von der Fabrik schon fertig. Und zwar ist es der Teil, der die verbesserten Motoren herstellt. Für einen verbesserten Motor braucht man 50 Motoren und 50 von den Circuits. Und hier werden pro Sekunde 5 hergestellt. Also die obere Reihe sind alle Circuits. Hier links ist Kupfer, in der Mitte ist Gold und rechts ist auch wieder Kupfer. Unten drunter sind Wire Drawer und die werden dann zu den Circuits. Und unten sind die Motoren.
Da braucht man zweimal Eisenzahnräder und ein Goldzahnrad. Und hier links haben wir Eisen, in der Mitte haben wir Gold und rechts haben wir wieder Eisen. Und das hier sind die Cutter, die stellen halt eben die Zahnräder her. Und somit sollten wir hier alle 10 Sekunden eins von diesen erweiterten oder verbesserten Motoren herstellen. Und ihr seht, wir haben das hier, verbesserter Motor, und wir brauchen 10 davon. Also werden wir alle 100 Sekunden einen elektrischen Motor herstellen können. Dafür brauchen wir auch noch 40 Batterien in 100 Sekunden. Das heißt, wir brauchen pro Sekunde 0,4 von diesen Batterien. Und die scheinen gar nicht mal so schwer zu sein herzustellen. Mal schauen, ob ich sie finde. Da sind die Batterien. Ein Circuit, ein Aluminium und ein flüssiges Aluminium. Das heißt, sie sind gar nicht mal so schwer herzustellen. Und das sollten wir auch ganz schnell hinkriegen. So, jetzt haben wir hier diese kleine Erweiterung. Ihr habt gesehen, ich habe das zuerst hier gebaut, aber das ist wirklich winzig klein. Das heißt, das habe ich hier einfach reingequetscht. Hier unten haben wir wieder natürlich Circuit. Da ist wieder Kupfer, Gold und Kupfer. Darüber sind zwei Wire Drawer und hier wird ein Circuit hergestellt. Dann ist hier noch daneben ein Starter mit zwei Aluminium. Und ein Splitter, der es 1 zu 1 aufteilt. Und dann landet eins hier im Ofen drinne und eins landet direkt auf dem Fließband. Das landet dann hier drinne und hier werden dann die Batterien hergestellt. Und das geht dann hier in den Splitter rein. Und zwar brauchen wir eben nur 0,4 pro Sekunde. Hier werden 1 pro Sekunde hergestellt. Das heißt, wir müssen es einfach aufteilen. Nach links gehen 60%, nach rechts gehen 40% und das sind eben 0,4. Der Rest wird einfach verkauft und dann können wir so ein bisschen mehr Geld machen. Ich würde das gerne mal testen, aber vorher machen wir hier noch so eins rein, damit wir das nicht verlieren und möglicherweise noch verkaufen können. Und dann lassen wir es mal laufen. Und da läuft das schon. Es scheint auch alles an zu sein, das ist sehr schön. Oh, jetzt fehlt nicht mehr viel. Wir brauchen einen verbesserten Motor. Und da kommt er schon. Und da haben wir den elektrischen Motor. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das hat jetzt so 100 Sekunden gedauert. Jedenfalls ist das hier das Setup, um alle 100 Sekunden einen elektrischen Motor zu bekommen. Aber das war es natürlich nicht. Für den Körper brauchen wir nämlich noch einige Sachen mehr. Und dann gehen wir mal kurz nach unten. Da haben wir den Körper, den elektrischen Motor haben wir schon. Jetzt brauchen wir den elektrischen Generator. Und der scheint sogar noch komplizierter zu sein. Da brauchen wir 40 Batterien, 50 Circuits und 15 Generatoren. Also wir haben das jetzt hier so. Alle 100 Sekunden einen elektrischen Motor und wir brauchen auch nur einen elektrischen Generator. Das heißt, da werden wir auch einen alle 100 Sekunden bekommen müssen. Das heißt, ja, dass wir 0,5 Circuits pro Sekunde brauchen, 0,4 Batterien pro Sekunde und 0,15. Das wird interessant, von den Generatoren. Und dann werden wir noch 400 Aluminium hinzufügen müssen. Also 4 pro Sekunde. Dann kriegen wir in 100 Sekunden natürlich 400 zusammen.
Und dann können wir den Körper zusammenbauen. Und dann haben wir eigentlich schon die Hälfte von dem Roboter fertig. Und jetzt mache ich mich mal an den elektrischen Generator. So Leute, ich habe das jetzt mal fertig gebaut. Hier ist das ganze Schmuckstück. Den oberen Teil hier habt ihr ja schon gesehen, das habe ich euch ja schon erklärt. Hier, das mit den Batterien, das habe ich einmal gedreht, so dass hier das Maß, das Fahrband langlaufen kann. Das macht das Ganze sehr viel einfacher. Ich musste sehr viel immer wieder umschieben oder neu bauen. Hier haben wir die Generatoren, also das hier links unten. Hier haben wir einmal die Motoren natürlich. Und da haben wir 4 von, 2 hier unten, 2 hier oben. Hier in der Mitte haben wir das, was wir dann noch brauchen. Also Goldplatten und Kupferplatten. Und ihr seht das hier, also dieses Setup. Das benutze ich ja auch bei den Schienen. Es ist genau dasselbe. Dann könnt ihr das auch einfach nachbauen. Hier habe ich einmal Gold mit 3 Stück und hier habe ich einmal Kupfer mit 3 Stück. Und hier habe ich noch das hier angehängt. Ja, das sind dann einfach Gold mit 2 Stück und Kupfer mit 2 Stück. Dann kommen wir hier auf eigentlich einen Generator pro Sekunde. Wir brauchen aber nur 0,15 Generatoren pro Sekunde. Deshalb müssen wir das hier unten bei diesem Splitter einstellen. Und zwar rechts sind 20 und links sind nur 3. Das heißt, 20 Stück werden verkauft, bevor dann 3 hier in dem Crafter drin landen. Hier wird dann der elektrische Generator hergestellt. Dazu brauchen wir auch noch Circuits und Batterien. Und da ist mir was ganz Geniales eingefallen. Wir brauchen 0,5 Batterien pro Sekunde. 0,5 Circuits meine ich. Und da habe ich hier, also hier, die Circuit-Fabrik aufgebaut. Und da habe ich hier einfach diesen Splitter genommen und habe es 1:1 gemacht. Das heißt, die Hälfte geht nach rechts, die Hälfte geht vorwärts. Und so haben wir einfach die Hälfte von den Circuits. Und die andere Hälfte wird einfach weiterverwendet, um aus dem Rest halt Batterien zu machen. Hier haben wir ein Aluminium, also hier. Darüber haben wir 2 Aluminium. Wir arbeiten ja jetzt nur noch mit der Hälfte der Circuits, also nur noch die Hälfte des Aluminiums. Und dann stellen wir hier Batterien her. Das ist jetzt schon die Hälfte. Wir brauchen aber 40% statt 50. Deshalb muss das nochmal aufgeteilt werden und ein Stück geht davon noch weg. Ja, dann haben wir das hier schon und das läuft dann hier mit dem hier oben zusammen hier rein. Und ganz vergessen, hier sind noch 2 Starter mit 2x Aluminium und das läuft sich dann hier zusammen auf diese 3 Teile. Und ihr seht schon, da sind schon fast 400 drinne und die hier sind auch kurz davor fertig zu werden. Ich habe das ein bisschen laufen lassen, damit das gleich fertig wird. Und dann könnt ihr euch das jetzt schon mal anschauen. Also da ist eine ganze Menge an Sachen dabei. Und jetzt warten wir nur noch, bis hier die ganzen Maschinen zusammenkommen. Da haben wir 9 von 10 verbesserten Sachen, Motoren. Und der Generator ist auch schon drin, wie ich gesehen habe. Das ist sehr schön. Man kann wahrscheinlich an den Zahlen noch ein bisschen ändern. Oh, und da kommt der elektrische Motor. Achtung. Und da haben wir den ersten AI-Robot-Körper. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Die werden wir fürs Erste verkaufen. Und in der nächsten Folge werden wir dann den Kopf bauen. Ja, man kann halt hier vielleicht noch was an den Zahlen verändern, damit es ein bisschen besser klappt. Ihr seht, da ist ein bisschen was an Überschuss an Batterien und Circuits. Das heißt, man könnte, keine Ahnung, hier noch die Zahlen irgendwie ein bisschen verändern oder so. Vielleicht so 1:4 machen und dann mal austesten. Keine Ahnung. Ich glaube, ja, tatsächlich sollte man das auf 4 lassen. Oder? Ja, stimmt. Das muss ja auf 1 links, 4 rechts, also nicht 5, sondern 4. Und dann haben wir hier das Setup und es ist ganz gut ausgegangen. Ihr seht, wir haben gar keine Starter mehr. Es ist perfekt aufgegangen.
das, was ich mir so gedacht habe. Und oh, das sieht schlecht aus. Da haben wir einen Starter, der aus Versehen in die falsche Richtung gedreht wurde. Das hat bestimmt zu ein paar Fehlern geführt. Und schauen wir mal hier rein. Ja, definitiv. Also stoppen wir mal kurz die ganze Maschinerie. Ja, wir müssen natürlich warten, bis alles drin ist. Also achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr alles richtig habt. Ich weiß nicht, soll ich dazu ein Tutorial machen? Entscheidet ihr mal. Wir schauen dann mal, wie das wird. Wir machen jetzt hier einfach mal alle Crafter komplett leer. Oder zumindest so gut wie alle Crafter. Sowas wie das hier oder so. Die nicht unbedingt. Die waren ja davon nicht unbedingt betroffen. Und dann können wir das hier auch verändern so. Und dann machen wir so. Dann wird das auch fürs Erste verkauft. Und sobald wir dann eben den Kopf herstellen können, können wir auch den Transporter-Input verwenden. Den packe ich hier schon mal hin. Den brauchen wir dann, um Sachen zwischen den Fabriken hin und her zu schieben. Den kann ich halt schon mal hin platzieren. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon Strom braucht. Keine Ahnung. Jedenfalls war es das jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.